Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Pokémon Purple, die türkis-grüne Maske. Ja, nachdem wir beim letzten Mal ja, also beim ersten Mal in der ersten Folge ein Shiny Reverack gefangen haben, was echt lucky war, gegen Hana gekämpft haben und dann im zweiten Teil in den Gemeinschaftshaus rein sind, mussten wir ja instant schlafen, weil sonst konnten wir ja nichts weiter machen. Und dann gegen Joe gekämpft haben, oder Joe, oder Jo, irgendwie so, haben wir die Aufgabe bekommen, die Infotafeln zu finden, also bei der Exkursion, die drei, und wir sind mit Jo zusammengesteckt worden. Ja, das war's dann auf, mit dem kurzen Rückblick, kurzen Infos. So lange war das ja noch gar nicht. Aber ja, schauen wir mal. Hier geht's zum was? Kampf. Hier geht's zum Gefährtenplatz. Bevor ich dich hinlasse, musst du aber gegen mich kämpfen. Ja, aber wir kämpfen ja erst, als ich dich angesprochen habe. Mehr auf Ohr war das ja nicht. Nicht so wie früher. Los rein. Ich sehe dich. Ich will kämpfen. Warum nimmt er eigentlich immer noch die Form von Kaijutsu an? Nicht sehr effektiv. Egal. Ich mach's trotzdem. Obwohl ich weiß, dass mein Pokémon eh gleich K.O. ist. Ups. Dann starte ich ja gut wieder rein. So wie immer aber, ne? Ja, ja. Was soll's? Passiert. Kann man ruhig machen. Oh, okay. Hätte auch komplett erledigt sein können. Aber nein. Knuddler. War ja effektiv. Sehr effektiv. Tschüss. Okay. War doch kein Fehler. Unser Murzel. Stimmt, Samurzu ist ja jetzt auch wieder neu drin. In den alten Pokémon. Ich habe leider schon gesehen, was, welche Pokémon in Purple sind und welche in Karmesin sind. Aber wie schon, glaube ich, in der ersten Folge gesagt habe, ich würde mich echt freuen über ein Pokémon-Spielen mit allen Regionen und allen Pokémon. Und dass du dir dann aussuchen kannst, wenn du in eine neue Region kommst, nach allen 8 Orden und die Top 4, dass du dann entweder mit einem neuen Start anfängst oder deine regulären Pokémon mitnehmen kannst. Aber dementsprechend, dass es sich auch alles anpasst vom Level her. Wisterinfelder voraus, Gefährtenplatz voraus. Also ich würde es feiern. Was mir in der letzten Folge auch schon so aufgefallen ist, es ist ja irgendwie ein bisschen laggiger, ne? Kann das sein? Oder kommt mir das nur so vor? Weiß ich nicht. Vielleicht ja, vielleicht nein. Ein saurer Apfel. Diese. Okay, das ist für die andere Entwicklung. Könnten wir eigentlich auch gleich machen, ne? Pokémon. Wie bist du? Der Knapfel. Knapfel, Schlapfel. Ich drücke mal zu schnell, weil er immer so lange braucht, das wieder zu wechseln. Und heilen könnte ich. Einmal. Ups. Mann. Und. Nein, falsches Pokémon. Sicherlich. Warum bleibt er eigentlich nicht da unten? Und ich drücke mal zu weit. Nice. Läuft bei mir schon wieder. Wo waren das Item? Hierbei, ne? Nee. Hier war das. Da, saurer Apfel. Dann haben wir die Entwicklung auch schon. Passt ja.
Nanu, Knapfe entwickelt sich. Jetzt brauchen wir nur noch für die dritte Entwicklung. Flügelschlag. Knuffenser bei mir, ne? Miau. Miau. Alter. War ich noch nicht gefangen. Mach ich später. Dann soll ich den Shiny sehen, dann auf jeden Fall, aber so. Gefährten Platz. Apfelhügel. Ich entwickle jetzt Smaltrotom selbst. Okay. Ich bin ein reisender Entwickler von Smaltrotom Apps. Ah, du hast ein Smaltrotom. Ich kann dir ein paar fesche neue Funktionen installieren. Wir sagen nicht mal ja und dann machst du einfach. Na klar. Dein Smaltrotom wurde aktualisiert. Verknüpfung mit der Handyhülle. Das Design des oberen und unteren Rahmens in den Apps ändert sich, je nachdem welche Handyhülle du für dein Smaltrotom nutzt. Probier es doch mal mit verschiedenen Handyhüllen aus. Wow. Technologie ist schon was Tolles, nicht wahr? Darf ich dir irgendwas in den Kopf werfen? Sorry. Aha. Was ich beim letzten Mal nicht gesehen hatte und nicht drauf geachtet habe. Du kannst sogar zwischen den Karten wechseln. Dann kannst du dann da auch hinfliegen wieder. Okay. So haben die es dann gelöst. Die Sache ist... Wo waren das? Hier. Das wird wahrscheinlich der zweite Teil sein. Weil, wie wir sehen, sehen wir nichts. Ja, wo ist denn die... Insel ist wahrscheinlich dann irgendwo weiter hier hinten oder so. Keine Ahnung. So. Ah, wie klein eigentlich, ne? Sag ich jetzt, wenn man ist trotzdem relativ groß meistens. Gefährtenplatz. Was ist die Tafel? Wir gucken erstmal. Was steht hier denn oben? Was haben wir denn hier? Nee, da hinten ist das Ding. Das ist nur eine Info, ne? Kann man das lesen? Ja. Das hier ist die erste Infotafel. Okay. Huch, habe ich dich etwa erschreckt? Das wollte ich nicht. Tut mir leid. Aber wir hatten ja abgemacht, dass wir uns hier treffen würden. Egal. Wir sollen lesen, was hier geschrieben steht, stimmt's? Ja. Ich kenne die Geschichte schon, daher. Hör zu, lies sie dir durch. Es war einmal vor langer Zeit, da lebte ein gar furchterregender Oni in Kitakami. Er hatte sein Lager auf dem Berg hinter dem Dorf aufgeschlagen und bedrohte jeden, der es wagte, diesen zu betreten. Eines Tages stürmte der Oni rasend vor Wut den Berg herab und griff das Dorf an. Durch eine glückliche Fügung des Schicksals waren just zu jener Zeit auch Bonino, Benesaru und Beatori zur Gegend. Unter Einsatz ihres Lebens vertrieben die drei den Oni und drängten ihn auf den Berg zurück. Als Ausdruck ihrer Dankbarkeit tauften die Dorfbewohner die todesmutigen Recken auf, den Namen die drei Gefährten. Sorgsam bestattete man ihre sterblichen Überreste und errichtete darauf zu ihren Ehrenstatuen. Kleiner Moment. So. Die Gefährtenstatuen stehen übrigens auf dem Platz dort hinten, wenn du sie dir ansehen willst. Falls du dir unter Oni nichts vorstellen kannst, das bedeutet in Kitakami so viel wie Ungeheuer. Aber findest du nicht auch, dass der Oni aus der Legende irgendwie ziemlich cool wirkt? Meinst du? Na klar, der Arme musste er schließlich ganz allein mit mehreren Gegnern zugleich aufnehmen.
Aber ich schätze mal, die meisten Leute haben eher Angst vor den Oni. Dabei sehe ich dafür gar keinen Grund. Weißt du, als ich noch klein war, bin ich ganz oft nachts allein auf den Berg gestiegen. Aber den Oni habe ich dabei nie gesehen. Dafür gab es umso öfter eine Stirnpauke von den Erwachsenen, wenn ich erwischt wurde. Ja. Wir sollen ein Foto von uns vor der Infotafel machen, oder? Könntest du das übernehmen? Ich habe kein Handy. Wie geht das? Ah ja. Macht automatisch, alles klar. Wow. Das sieht irre gut aus. Selbst im Fotografieren bist du der Hammer. Willst du auch mal? Sorry, so war das nicht gemeint, aber nächstes Mal vielleicht. Um ehrlich zu sein, war ich nicht besonders scharf auf die Exkursion. Aber weißt du, vielleicht ist das alles am Ende doch gar nicht so übel. Wenigstens kann ich hier im Dorf die Natur genießen und reden, zumindest mit dir. Wenn du willst, könnten wir ein Picknick machen und ein Sandwich essen oder so. Ah ja. Natürlich, bei Essen taucht er wieder auf. Was ist das denn? Ein Monster? Das ist kein Monster, sondern Miraidon. Das ist Miraidon, mein Reit-Pokémon. Es heißt also Miraidon und lässt dich auf sie reiten? So ein Pokémon habe ich noch nie gesehen. Und es kommt jedes Mal aus seinem Ball, wenn es das Wort Sandwich hört? Ja. Kann man so sagen. Wahnsinn, das ist das krasseste Pokémon, dem ich je begegnet bin. Du bist eben was Besonderes, Centus. Deshalb bist du auch so stark. Oh, wir sollten langsam weitermachen. Die nächste Infotafel steht auf dem Gelände des Kitakami Kulturzentrums. Um dorthin zu kommen, musst du erst zurück ins Dorf, dann über die Brücke und zum Schluss nach dem Berg hoch. Geh du schon mal vor. Ich treffe dich dann dort. Kommt bei Essen natürlich. Ich werde aber erst eine kurze Pause machen und bin gleich wieder da, weil die Nintendo Direct beginnt gleich und ich will die halt live gucken. Und ja, dann kann man wahrscheinlich nochmal kurz darüber quatschen, was dann gezeigt wurde. Würde ich mal so sagen. Habe ich so noch nie gemacht, aber ja. Na gut, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, wie gesagt, Nintendo Direct kurz geguckt, was 40 Minuten jetzt ging. Und da sind so ein paar Spiele bei, die echt interessant sind und welche sie so naja sind. Auf jeden Fall habe ich mir ein paar aufgeschrieben. Das wäre wieder ein Spaß. Ja, Super Mario Bros. 1, das war sowieso schon vorher, haben die halt nochmal gezeigt. Das kannte man ja schon. Das kommt dann im Oktober. Auch nicht mal so lange hin. Super Mario RPG hatten die auch gezeigt schon, das Remaster dazu. Oder Remake, irgendwie so. Das kommt am 17.11. Ja, das werde ich halt nicht schaffen. Dann haben die, ich habe ja Donkey Kong den Gameboy gemacht auf meinem Kanal. Und jetzt kommt Mario vs. Donkey Kong als Remastered für die Switch. Sah cool aus. Werde ich auf jeden Fall machen. Das kommt dann am 16.02.24. Dauert also noch. Dann kam zu Peach das Spiel nochmal was. Das heißt Princess Peach Showtime. Das sah gar nicht so schlecht aus. Ich dachte zuerst, naja, aber. Ja, ich weiß, wir sind im Pokémon, aber ich quatsch kurz darüber, egal. Das kommt am 22.03.24. Also habe ich noch ein bisschen Zeit. Dann haben die Luigi's Mansion 2 HD angekündigt für Sommer 24. Ich muss den ersten Teil noch spielen. Ich würde sagen, wir machen zuerst den ersten Teil. Dann machen wir erst den zweiten und dann den dritten. Weil der dritte ist eigentlich schon länger draußen, aber naja. Und zu guter Letzt, was
wovon ich noch nie einen Teil gespielt habe, aber Paper Mario. Das von vom GameCube. Die Legenden vom Äonentor soll 24 kommen. Das sah geil aus. Also, so ein bisschen noch was vor uns, was an Nintendo Games ist. Gut, Odyssey muss ich auch noch machen. Das sage ich mal weiter nichts zu, aber ja. Okay. Wie gesagt, kurze Ausführung, passt doch. Ja, schauen wir mal. Für euch lief die Direct gestern. Also für mich heute ist der 14.09.23. Für die Leute, die sich wundern. Gab das schon. Ja. Wenn die das später gucken. Ja, okay. Da hinten was. Da hinten stehen die Gefährtenstatuen. Vor langer Zeit haben die drei Gefährten unser Dorf beschützt. Die waren echte Helden. Okay. Ja, wie gesagt. Machen wir jetzt hier weiter. Ich musste unterbrechen, weil ich reingucken wollte. Was ist das denn? Ah, okay. Ein Wasserschlauch. Kann man nichts dran machen, oder? Ne. Gut. Wo müssen wir denn hin? Ja. Ich sollte auch nicht wegdrücken, ne? Davon haben wir mehr Karte. Kommen wir voll mit den Knöpfen durcheinander. Ja. Das war ja hier und dann hier hinten da. Dann markiere ich mir die Stelle einmal. Und liegt da runter. Hab gerade keine Lust zu laufen. Wenn man nämlich schon fliegen kann, dann macht man das auch. Die Direct hat sie übrigens gut gelohnt, um was zu futtern. Wenn du halt nach der Arbeit kommst und gleich aufnimmst. Wovor nichts ist. Ist so, naja. Ist auch egal. Das war schon cool, was da kam. Interessante Spiele bei gewesen. Und ja. Im Rückblick haben die halt das DLC jetzt von dem Teil von Pokémon gezeigt. Vom zweiten Teil halt immer noch Winter, also noch kein Datum. Und das werden wir wahrscheinlich, ich würde mal so Mitte Oktober, Anfang November wahrscheinlich bekannt kriegen. Ja. Pfad des Tanzes. Was haben wir denn hier? Ah, okay. Zwirrlicht. Dampierplex. Aha. Zum Wurzel. Schade, dass dadurch eigentlich keine Doppelkämpfe entstehen können. Gut, das fangen wir wieder. Du kannst ihn so nicht fangen. Ich versuche gleich so zu fangen. Wir haben genug Bälle, die wir verschwenden können. Und ja, passt schon. Aber die Sache ist, bei den Leveln können wir die relativ schnell entwickeln alle, ne? Samurze, Eichelnuss-Pokémon. Es hängt von Ästen herab und lebt dort, indem es ihnen Feuchtigkeit entzieht. An großen jungen Bäumen finden sich reihenweise Samurze. Der arme Baum. Hinterher völlig ausgetrocknet, oder wie? Hallo? Ich weiß gar nicht, hat das überhaupt jemals eine Entwicklung gehabt? Nee, ne? Ich weiß das nicht. Natürlich. Boah. Aha. Nee, haben wir doch. Ich bin so dämlich, ne? Ach ne, den hatte ich ja noch rübergetauscht irgendwie, glaube ich.
deswegen haben wir den. Oder gab es den schon? Ja, eigentlich nicht, ne? Ich weiß das nicht mehr. Joa. Mach ich trotzdem, wie gesagt. Oder auch nicht, weil es nervt. Ich hab's ja schon im Pokédex. Ist egal. Wir können nur mal Terrorausbruch halt machen. Hälfte. Hätten wir vielleicht mal vorher schon einsetzen sollen, oder? Dann hätten wir ihn eher fangen können. War nur Bälleverschwendung. Und vielleicht Zeit, aber sonst. So. Damirplex. Viel ändert Pokémon. Vor langer Zeit, als es zahlreiche natürliche Feinde hatte, soll es stärker gewesen sein und sich aus eigenen Kräften entwickelt haben. Das hat doch eine Entwicklung gehabt, ne? Ich weiß es halt gar nicht mehr. War es nicht die Hisui-Form? Ich glaube ja, ne? Oh Gott. Ich habe echt keinen Plan mehr. Manchmal bin ich so ein bisschen vorbei, was alles angeht. Sich zu merken und so. Bang! Und der ist in Zentren drin. Habe ich schon mal erzählt, dass ich gerne ein Spiel mit einem Pokémon hätte? Ja, habe ich. Wieso? Speer-Pokémon. Trifft es auf Feinde, stellt es sich auf seinen Schweif, um größer zu erscheinen und sie so einzuschüchtern. Blong. So. Stadtkinder. Schafft es ein schwächliches Stadtkind wie du überhaupt diesen Hügel rauf? Was willst du eigentlich? Wie siehst du überhaupt aus? So. Jetzt habe ich es dir gegeben. Kann er normal machen, ne? Das soll ja wirken. Working. War ein Volltreffer, okay. Gladiantri. Welches war das denn? Achso, der. Der Kleine. Nicht sehr effektiv. Ja. Wir haben ja noch so ein Pokémon, ne? Wobei das eigentlich völlig lächerlich ist. Dass ich halt die Pokémon dazu nehme. Gut. Vielleicht ist das ein bisschen nah dran, ne? Erstmal mit der Kamera rumspielen. Oh. Ich nehme alles zurück. Tut mir leid, dass ich dich so unterschätzt habe. Die Pokémon, die man hier ständig hört, ey. Meins. Hippie. Bong bong. Wurde er gerade angreifen oder was? Eine Amarena-Bene. Was haben wir denn hier? Eta. Eta Propanol. Oh! Okay. Dich habe ich schon. Oh! Oh! Griffel! Ich wollte schon sagen, hä? Irgendwie dachte ich eben, nee, das ist doch der falsche Name. Nee. Okay. Griff
Will ist also auch dabei. Hm. Gut zu wissen. Griffel, Langschweif-Pokémon. Griffel lebt hoch oben im Baumwipfel, wo es seinen Schweif geschickt einsetzt. Dieser ist viel beweglicher als seine Hände. Ja, er hat ja auch keine Hände. Hat ja irgendwie komische Stummel oder was das sein soll. Wird das eigentlich gezeichnet, ein Kind? Und die haben es dann übernommen? Würde mich halt auch nicht wundern, ne? Aber ich glaube, so hätte ich auch ein Pokémon gezeichnet früher. Vulpix! Vulpix! Und ich probiere einfach nur mit Hyperbällen zu fangen gleich. Warum sind die eigentlich so schnell darin? Gute Frage. Sorry. Vulpix, Fuchs-Pokémon. Wenn es wächst, wird das Fell seiner sechs warmen Schweife noch schöner und weicher. Warum wollte ich gerade Wärmen lesen? Oh Mann, ey. Manchmal, aber nur manchmal bin ich so dämlich. Scaraborn. Anfallen. Mini-Bambus-Boss, okay. Gab es den schon vor? Nee, ne? Oder doch? Keine Ahnung. Oh, ich hab ihn schon. In der Regel sind hier halt mehr Pokémon, die man noch nicht hatte. Wow. Ich glaube, ich laufe falsch, oder? Kann man hier hoch? Gab es dich auch? Ja, wahrscheinlich. Wie gesagt, ein bisschen verpeilt bin ich schon. Aber macht ja nichts. Ist ja nichts Neues bei mir. So. Haben wir eine Abkürzung genommen? Kann sein, ne? Laufe ich überhaupt richtig? Schon wieder falsche Taste gedrückt. Oh Mann. Warum drücke ich gerade nur noch die falsche Taste? Ah, okay, das ist richtig. Hui. Hier ist dann das Fest später, oder? Deswegen sieht das so merkwürdig aus. Bald geht es los. Willkommen beim Kitakami Kulturzentrum. Nicht mehr lange. Dann beginnt das Maskenfest. Na ne, hier hatten wir schon mehr, aber die bauen gerade auf. Die bauen gerade alle auf. Über muss ein Relax rumliegen, ne? Relaxus Kategorie. Relax ist ein Pokémon in der Kategorie Tagträume. Meistens schläft es aber. So wie jetzt wieder, ne? So wie jetzt. Ein Grafik könnte echt besser sein, ne? Terra Feuerstück. Bling. Kennen wir nicht? Willkommen beim Kitakami Kulturzentrum. Sieh dich in Ruhe um. Ob er uns nicht kennt. Oder ist das wir mit Doppelgängern, so wie immer. Viel erreicht. So. Die zweite Infotafel ist gar nicht so leicht zu finden, was? Oh, sorry, so langsam könntest du aber wissen, dass ich früher oder später wieder aufkreuze. Am besten liest du erstmal, was darauf steht.
Der Oni besaß vier sonderbare Masken, die herrlich funkelten. Je nachdem, welche Maske er trug, ergriff eine andere Kraft Besitz von der Keule, die der Oni schwang. Setzte er die grüne Maske auf, hauchte er welken Pflanzen neues Leben ein. Trug er die rote Maske, verwandelte er das Flämmchen einer Kerze in loderndes Feuer. Fiel seine Wahl auf die blaue Maske, konnte er dem Lauf eines Flusses Einhalt gebieten. Die graue Maske gestattete es ihm, derweil harte Felsenmüros zu zermalen. Ehe die drei Gefährten fielen, gelang es ihnen, sich dreier Masken zu bemächtigen und den Oni so nahezu seiner ganzen Kraft zu berauben. Na, alles gelesen? Die von den drei Gefährten geklauten Masken werden übrigens im Kulturzentrum aufbewahrt. Die Leute aus dem Dorf fürchten sich. Sorry. Die Leute aus dem Dorf fürchten sich alle vor den Oni, aber ich finde ihn toll. Er ist stark und cool, außerdem juckt's ihn nicht, dass die Menschen ihn meiden. Ich bewundere ihn schon, seit ich klein bin. Ich wäre auch gern so cool wie der Oni. Aber selbst an der Akademie regelt irgendwie immer Hana alles für mich. Ich will stärker werden, für mich, damit ich mich selbst um meinen Kram kümmern kann. Nicht immer von anderen abhängig sein, weißt du? Und vielleicht kann ich mich dann sogar mit den Oni anfreunden. Oh, fast vergessen. Wir müssen ja noch ein Foto machen. Mach du das bitte wieder, Zendus. Gott, diese Posen, ey. Boah, an dir ist echt ein Fotograf verloren gegangen. Fehlt nur noch die letzte Infotafel. Ach übrigens, der Weg da führt direkt auf den Oniyama. Du weißt schon, der Berg, auf dem der Geschichte nach der Oni leben soll. Wenn du magst, könnten wir seinen Zuhause einen Besuch abstatten. Es wird die Schreckenshöhle genannt. Ja, unbedingt. Oh, das freut mich. Ich find's mega, dass du dich auch so für den Oni interessierst. Wenn du den Weg da folgst, kommst du zum Inferno-Pass. Kurz davor stehen Schilder, die dir den Weg zur Schreckenshöhle weisen. Diesmal gehe ich aber vor. Ich treffe dich dann oben. Okay, sei vorsichtig. Ja, so haben wir die zweite Infotafel. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt hoch zur Schreckenshöhle gehen, werde ich erstmal die Aufnahme beenden. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Pokémon Purpur, die türkisgrüne Maske. Bis dann. Ciao, ciao.